Stolz und mit großem Jubel werden sie begrüßt. Die Models bei der ersten vollständig von indigenen Gruppen in Brasilien organisierten Modenschauen. Austragungsort ist die amazonische Flussstadt Manaus. Den ganzen April über sind hier Kreationen von 29 indigenen Designern zu sehen. Auf dem Laufsteg gibt der Moderator die ethnische Zugehörigkeit jedes Models bekannt und erklärt die Symbolik hinter der Kleidung und den Accessoires, die sie tragen. 15 verschiedene Völker des Amazonas sind vertreten. Die Veranstalter verstehen die Modenschauen als eine Form des Widerstands, um Ausgrenzung und Ablehnung indigener Kultur etwas entgegenzusetzen und Klischees zu überwinden. Es ist sehr wichtig für uns, unsere Kultur zu zeigen, unsere Accessoires, die wir mit Tierzähnen, Häuten und anderen natürlichen Elementen herstellen. Das Kultur- und Mode-Event ist auch eine Form des Protests gegen Präsident Jair Bolsonaro, der die Erschließung des Amazonas für Bergbau und Agrarindustrie allen Protesten zum Trotz weiter vorantreibt.